An Schieberbecks Seite kämpft Akita Mohawk, der schreiende Falke, der tapferste Krieger der Comanchen. Dann bringen wir es mal hinter uns. Manitou wird gerecht entscheiden. Sollen nun frei sein. Winnetou hört. Er und Shatterhand sind in der Hand der Comanche Nukati. Schieberbeck hat eine Falle gestellt. Am Ende siegt der Krieger mit der größeren List. Sollen wir es ihm sagen, mein Bruder? Ja. Das mit der List ist ja schön und gut. Aber bei uns in Deutschland sagt man, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Shatterhand redet wirr. Hat Schieberbeck sich nicht gefragt, wo Bloody Fox ist? Nicht Winnetou und Shatterhand sitzen in der Falle, sondern Schieberbeck und seine Krieger. Ha! Hier steht Bloody Fox mit den Kriegern der Apachen. Manitou hat entschieden, dass die Gefangenen nicht gemartert werden. Wir schenken Schieberbeck und dem schreienden Falken das Leben. Schieberbeck wird in den Augen seiner Krieger ein altes Wein sein. Wenn er niederkniet am Rio Pecos, um zu trinken, wird er am Wasser das Bild eines Falkens sehen. Manchmal gehört mehr Mut zum Frieden als zum Krieg. Schieberbeck, der große Geist soll nicht länger sehen, wie seine Kinder einander bekämpfen. Teruashu, der Feuerstern, war einer der weisesten Häuptlinge. Er und Winnetous Vater in Chuchuna haben viele Sommer und Winter Seite an Seite gestanden. Warum sollen die Kinder einander bekämpfen, wenn die Väter es schon besser wussten? Schieberbecks Herz ist zerrissen. In der Nacht hört ihr die Stimme seines Vaters. Teruashu sagte das. Der Frieden über die Rache und den Hass siegen soll. So nun spricht auch Winnetou. Seine Worte sind weise und wahr, das spürt Schieberbeck. Schieberbeck, sei wieder ein Bruder der Apachen. So soll es sein. Schieberbecks Schmerz war groß. Doch nun hat er erkannt, dass nicht alle Bleichgesichter seine Feinde sind. Schieberbeck, gib die Gefangenen frei. Krieger der Apachen, kehrt zurück ins Pueblo. Es gibt noch einige Fesseln zu lösen, mein Bruder. Wird Schieberbeck mit Winnetou, Shatterhand und Bloody Fox gegen die Geier des Janus kämpfen? Ja, das wird er. Apachen und Comanchen werden Brüder sein. Für alle Zeiten. Ja.